der Tiergefährte? Lief mir zu. Passt zu euch. Bildet ihn gut aus. Mache ich. Eine Frage, Tribun. Wann... Wann ihr erfahrt, ob ihr gut genug seid, meinem Trupp beizutreten? Wenn ich es sage, Gladium. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Guild Wars 2. Und, wir haben beim letzten Mal den feurigen Hochofen abgeschlossen. Und, ich hoffe, ich vergesse nicht, den zu splitten, aber Mist eigentlich, ich habe mir da, meine ich, auch einen Split-Marker gesetzt, also, ja. Wir haben jetzt noch nicht mehr allzu viel zu tun. Wir können uns zu Knut Weisberg Speicher begeben und danach gibt es noch was anderes. Ich glaube, ich werde die vielleicht sogar zusammenfassen, die zwei Sachen, die es jetzt noch zu tun gibt, weil ich glaube, das war es dann auch wirklich alles, was man noch zu tun hat. War nur noch ein bisschen Gequatsche, aber nicht mehr viel Spannendes. Also, da wollen wir hin. Let's go. Nach Höhlbrack. Nee, Holbrack war's, ne? Holbrack. Das haben wir doch gehört. Ja, so, die sind hier hohl. Das war doch so die Eselsbrücke, oder? Eine ruhige Feier? Joa, let's go. Ihr solltet es erfahren. Sie waren fast alle, als ich nach Klippheim kam, ein Dutzend meiner Freunde. Verstehe. Mögen die Geister ihnen Frieden schenken. Gemeinsam hätten wir... Aber nein. Jeder Jäger für sich allein, ja? Ist nicht so einfach. Doch, ist es. Wie geht's nun mit euch weiter? Was kümmert's euch? Ich baue Klippheim wieder auf mit den Freunden, die noch leben. Klug ist, wer erstmal Kräfte sammelt und den Kampf dann fortführt. Was ihr auch tut, mögen die Geister euch schützen. Das Rückgrat der Bären und die Schleue des Raben. Ja, das hat er von seinem Vater. Aber leider auch noch das Herz des Wolfs. Interessant. Früh kündigt sich an. Okay. Braham? Ich bin froh, euch hier zu begegnen konnte. All das, was ihr getan habt, bedeutet mir viel. Und das, obwohl ich ein Fremder für euch war. In Klippheim seid ihr immer herzlich willkommen. Besucht uns hier jederzeit. Seid ihr auf dem Weg nach Klippheim? Noch nicht, aber bald. Ich habe vor, das Siegesfeuer zusammen mit den verbliebenen Flüchtlingen zu genießen. Wir haben es uns verdient. Dann werde ich nach Klippheim zurückkehren und sehen, wie es Ottilia geht. Ich bin ihr immer noch nicht begegnet. Viel Spaß beim Feiern und viel Glück. Er? Was war das gerade? Schön, euch hier zu sehen. Oh, wie herrisch, okay. Wie ich hörte, wart ihr mit Braham in Klippheim. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Kampf. Ich habe mir Sorgen gemacht um diese Siedler. Braham kämpft gut. Zweifelsohne. Ich hätte so gern an seiner Seite gekämpft, aber ich konnte doch nicht Holbrack seinem Schicksal überlassen. Ich habe versucht, Braham zu überreden, dass er ebenfalls bleibt. Das wird er mir wohl nie verzeihen. Es stimmt also, Braham ist euer Sohn? Ja, es stimmt. Ich war jung und wollte mich unbedingt beweisen. Er hat all diese Jahre bei seinem Vater gelebt. Borge, der einfältige Mann. Wir waren uns einig, dass es für ihn so am besten war, für Braham. Wenn ihr ihm Zeit lasst, wird Braham schon zur richtigen Erkenntnis kommen. Ja, Also, ich will ja nichts sagen eher, ne? Auch wenn mein Charakter das anders sagt, aber ich kann Braham irgendwo verstehen. Ich kann ihn verstehen. Ne? Aber ich kann auch dich irgendwo verstehen, aber ja, es ist alles nicht so einfach, ne? Okay. Ja, ich bin sicher, sie ist glücklich gestorben. Man kann sich zum Gefängnis der Schwarzen Zitadelle begeben, das dachte ich mir, das hatte ich nämlich auch noch im Kopf. Wie gesagt, Episode 1 habe ich ja schon mal gespielt, Schwarze Zitadelle. Da haben wir sie. Ja.
So, wir haben da nämlich ein paar Befragungen durchzuführen. Hui. Ups. So. Was, wie, wo? Hä? Wo will mich das Spiel haben? Ich glaube, das sind wir, denkt, wir sind ganz woanders. Okay. Ah, hier müssen wir rein, genau. Eine ruhige Feier. Let's go. Hört euch die Unterhaltung an. Neuer Tiergefährte? Lief mir zu. Passt zu euch. Bildet ihn gut aus. Mache ich. Eine Frage, Tribun. Wann ihr erfahrt, ob ihr gut genug seid, meinem Trupp beizutreten? Wenn ich es sage, Gladium. Und keine Sekunde früher. Ja, Tribun. Tut mir leid, Tribun. Aber gleich mit dem Brief. Der sagt gleich noch was, glaube ich. Ein andermal, Kommandeur. Ich habe zu tun. Sprecht mit Seneca, wenn ihr Hilfe braucht. Hey, was werdet ihr mit Rox anstellen? Wenn ich euch das sagen würde, müsste ich euch töten. Seid unbesorgt, sie ist hart im Nehmen. Sie wird mit allem klarkommen, was wir ihr in den Weg stellen. Solange sie nur clever genug ist, um Hilfe zu bitten. Ich muss dann mal los. Ich glaube, da kommt noch was. Okay, geht's dir gut, Whitlock? Und was meint er mit, müsst ihr uns töten, wenn er uns das sagt? Also das klingt ja irgendwie... Egal, lassen wir das. Rox? Okay. Alles gut bei dir? Ich habe nicht erwartet, euch zu sehen. Endlich ein freundliches Gesicht. Tribun Brimstone will, dass ich die Gefangenen verhöre. Ich schulde euch großen Dank für eure Hilfe bei der Brutstätte. Whitlock war beeindruckt. Habt ihr sie zum Sprechen gebracht? Ein bisschen. In erster Linie halte ich sie davon ab, sich an die Gurgel zu gehen. Sie beschuldigen sich gegenseitig für die Niederlage, verantwortlich zu sein. Von der Kameradschaft der vorigen Allianz ist nichts mehr übrig. Ihr könnt es natürlich gerne versuchen. Was habt ihr jetzt vor? Auf mich wartet schon den ganzen Tag eine warme Mahlzeit und ein langes, entspannendes Bad. Sobald diese Befragung vorbei ist, geht's ab in die Berge zu einer heißen Quelle, wo mein Name draufsteht. Ihr habt also beschlossen, den kleinen Verschlinger zu adoptieren? Eigentlich hat er mich adoptiert. Ist schon wohl füreinander bestimmt. Sobald es geht, bringe ich ihn zurück zur Brutstätte, damit wir zusammen trainieren können. Wie läuft es mit dem Trupp? Soweit gut, aber ich habe gerade erst angefangen. Ich denke, sie waren sehr beeindruckt davon, wie wir die Brutstätte gehandhabt haben. Aber das war nur eine Art Vorprüfung. Es wird mehr kommen und es wird brutal. Meldet euch bei mir, wenn ihr Hilfe braucht. Auf jeden Fall. Vielen Dank für das Angebot. Ich werde alles Glück und jede Hilfe brauchen, die ich kriegen kann. Der Einfallsreichtum des Tribuns, wenn es ums Testen geht, ist mir wohl bekannt. Wir bleiben in Kontakt. Ich freue mich schon drauf. Okay, du, dann sag mal an. Was? Habt ihr ein Problem? Ich bin nur neugierig. Was hattet ihr zu erreichen gehofft? Ihr könnt uns niemals verstehen, weil ihr und euresgleichen dazu verdammt seid, in unserem Feuer zu sterben. Eure Zeit läuft ab. Macht euch bereit. Wovon redet ihr? Nichts, schon gut. Geht und kämpft mit euren Drachen. Sie werden euch auslöschen, wenn ihr es nicht tut. Sie werden auch euch auslöschen. Das bezweifle ich. Wir werden noch hier sein, lange nachdem die Drachen euch und euresgleichen verschlungen haben. In euren Träumen. Es war die Flammenlegion. Ich habe sie gewarnt. Ich habe sie alle gewarnt, dass diese nichtsnutzigen Okkultisten... Es ist einfach, die Schuld auf andere für die eigene Fehleinschätzung zu geben, oder? Fehleinschätzungen? Ah, ja, vielleicht. Wir dachten, es gäbe genug Gemeinsamkeiten, um unsere Technologien zusammenzulegen. Wir würden nie befürchten müssen, noch einmal erobert zu werden. Wir haben ihnen geglaubt. Ihnen? Ich habe schon zu viel gesagt. An eurer Stelle würde ich lieber die Char befragen. Die tragen viel mehr Schuld als wir.
Ihr solltet euch schämen. Ich mich schämen? Meine Anführer sind an einem schuld. Sie haben sich aus Machtgier verblenden lassen. Alles war okay, bis wir gierig wurden. Böser Schwindel. Böse, böse. Wie ich merke, habt ihr nichts mehr hinzuzufügen. Das stimmt, das habe ich auch gemerkt. Ach, der schläft, der pennt, der olle Penner. Hallo, du Unerbitterliche, was gibt's? Eisen schützt, nicht falsche Götter. Da brat mir doch einen ein. Diesen Ort habe ich nicht mehr so voller Leben gesehen seit... Ich weiß gar nicht mehr seit wann. Was wird mit ihm passieren? Sie bleiben so lange hier, bis der Imperator entscheidet, dass die Verhöre vorüber sind. Danach wird er über sie richten. Gut möglich, dass man sie zur Blutzitadelle bringen lässt, wo sie bestraft werden. Haben Sie erklärt, warum Sie es getan haben? In der Allianz haben Sie sich stärker gefühlt als alleine. Sie wollten offensichtlich das Gebiet einnehmen. Wer weiß, wie weit Sie gehen würden. Ich bin froh, dass es Leute wie euch gibt, die Sie alt aufhalten. Was wird mit Ihnen Waffen passieren? Wir retten, was wir können. Wenn eine Fabrik vernichtet wird, sind auch die Waffenlager zerstört. Trotzdem würde ich sich kein Eisenlegionssoldat, der etwas auf sich hält, die Chance entgehen lassen, ihre Waffen zu studieren. Verstehe. Sprecht. Was wollt ihr? Habt ihr eine Nachricht von ihr? Keine Nachricht für Gefangene. Tut mir leid. Ihr. Er hat ihr gesagt. Also ist dieses B oder was das war, dann eine ihr? Das haben wir ja mal gehört, von wegen irgendwen, wer hat das Sagen, irgendjemand namens, mit den Initialen B oder so, ne? Wo ich noch dachte, hä, das, wieso B, für was sollte stehen, keine Ahnung. Ihr müsst mir glauben, ich bin unschuldig. Ich habe meinen Wehrdienst mit jemandem getauscht, mit einem Kerl namens Bitterpfote. Er hat das getan, nicht ich. Mich müsst ihr nicht überzeugen. Egal, was ihr mir antut, wir Schaufler lassen uns nicht mehr ignorieren. Der Erfolg war zum Greifen nahe, wenn nur die Flammenlegion nicht so unglaublich dämlich wäre. Begriffsstutzig? Was meint ihr damit? Zu dämlich, um was Neues zu lernen. Wir haben es versucht. Sie sind in der Vergangenheit gefangen. Alles, was sie kennen, ist ihre Wut. Gib ihnen irgendwas Empfindliches, wie beispielsweise Schaufler-Technologie. Und sie zerbrechen unter dem Druck und der Anspannung. Und warum habt ihr euch dann mit ihnen verbündet? Vova sagte uns, es sei sicherer und eine gute Idee. Aber warum die Flammenlegion? Sie kontrollieren die Lava, die wunderschöne Lava, die durch unsere Höhlen fließt. Wir haben damit unsere Hybridmaschinen angetrieben. Diese Waffen sind jetzt weg. Okay. Ich glaube, sonst haben wir jetzt nichts mehr, was wir verhören können. Aber dann schauen wir doch mal. Den Brief können wir noch lesen. Ja, stimmt. Wir haben ja einen Brief gekriegt. Wir haben einen Brief gekriegt. Endlich ist der Feind geschlagen. Wir hätten es ohne euch nicht geschafft, weil die feurige Allianz ist zerfallen. Zumindest sieht es momentan ganz danach aus. Schaufler halten zwar noch die Wandererhügel besetzt, aber sie sind nicht länger Teil der Allianz. Meine nächste Aufgabe besteht darin, herauszufinden, wer dafür verantwortlich ist, dass diese beiden Fraktionen eine Allianz eingegangen sind. Während ich meine Nachforschungen betreibe, solltet ihr euch ausruhen und an den feierlichen Lagern wärmen. Die Schlacht war hart und ihr habt euch ein wenig Ruhe verdient. Er. Okay. Er sei geehrt. Feiert den Sieg mit euren Freunden. Mach mal. Let's go. Tschüssi. Tschüssen. Und dafür sollen wir... was? Ehrenkonversation? Wait, what? Das habe ich beim letzten Mal, glaube ich, nicht gesehen. Gibt's eine Konversation, die man führen kann? Oder bin ich jetzt doof? Da, Tatsache, hier. Du, Kieferschuss, was gibt's bei dir? Macht Meldung. Ich freue mich immer, wenn die Flammenlegion und der oder den Schaufflern eins ausgeschwischt wird. Das sind einfach tolle Neuigkeiten. Vielleicht kehrt ihr jetzt wieder etwas Normalität rein. Was passiert jetzt mit den Flüchtlingen? Sie gehen jetzt nach Hause zum Wiederaufbau, um neue Trupps beizutreten oder welche zu gründen. Die neuen Gladia, wie zum Beispiel diese Rox, haben uns inspiriert. Sie hat keinen Trupp, aber sie kämpft trotzdem immer weiter. Aha. Ja, rühren ist wichtig, wenn man hier was kocht, ne? Aber gut. Oh, guten Tag.
Warum haben wir den Pharao verlassen? Fühlt sich an, als hätten wir ja aufgegeben. Haben wir doch aber nicht, oder? Meine Legionär würde nicht zulassen, dass wir aufgeben. Wo ist der Legionär gerade? Irgendwo auf dem Tiesa-Plateau, schätze ich. Mitsamt meinen Waffen und meinem Mentor Rex Splittersturm. Rex war was ganz Besonderes. Denn mein Legionär hat ihn für mich gemacht. Er ist ein kleiner Soldat aus Holz. Ich vermisse ihn. Verstanden. Ja, auch Char-Kinder sind halt Kinder, ne? Aber, ja. Okay. Feiert mit euren Freunden. Wo müssen wir denn Daten hin? Müssen wir denn nicht nach Wohlprag oder... Doch. Ha! Wusste ich doch. Let's go. Wir haben jetzt 15 Minuten, aber das kriegt man noch rein, denke ich. Das kriegt man noch rein. Oh, das Spiel weiß gar nicht mehr, wo ich bin. Haha. Okay. Aber ich weiß, wo ich bin und wo ich hin will. Und zwar genau hier. Aber erstmal die Optionalen. Die Geister seien gepriesen. Es ist vorbei. Aber ich muss sagen, es fällt mir schwer, den Triumph zu feiern bei all den schlimmen Dingen, die die Flüchtlinge durchmachen mussten. Jetzt können sie vielleicht von vorne anfangen. Was machen sie jetzt? Manche zieht es ins Lager des Konsortiums in der Südlichbucht. Andere wollen irgendeinem Jungspund namens Braham folgen und ihm mit ihm sein Dorf wieder aufbauen. Der hat eine ziemliche Ausstrahlung, sehr inspirierend. Interessant, auf Wiedersehen. Ja, das hat er wohl. Von wem er das wohl hat? Keine Ahnung. Ach, das sind Rox und Braham. Ja, okay, dann Ladies first. Kommandeur, da seid ihr ja. Ich habe mir überlegt, im Anschluss an die Verhöre nach Höhlbrack zu gehen und mich dort ein wenig auszuruhen. Außerdem singt Braham so schön nach dem dritten Glas Bier. Hoffentlich bleibt es ruhig. Die feurige Allianz ist offenbar zerschlagen. Die Wassermann und das Rolls-Rudel sammeln die Nachzügler ein und versuchen möglichst viele Informationen aus ihnen herauszubekommen. Wenn das so weitergeht, braucht das Gefängnis der Zitadelle einen Anbau. In der Mine wollte ich eigentlich fragen, die Sache mit dem Sprengstoff. Willkommen. Ja, also ich bin nicht bereit, darüber zu sprechen. Noch nicht. Ich trage ein schweres Päckchen aus der Vergangenheit auf meinen Schultern. Und manchmal kann ich deswegen nicht frei reden. Eigentlich noch nicht mal frei leben. Aber ich werde einfach einen Tag nach dem anderen mit fertig. Wir können darüber reden, wenn ihr bereit seid. Okay. Bisschen kalt, oder? Aber ich brauche gar nichts sagen. Ne? Braham? Du bist ja auch so halbnackig. Kommandeur, schön, dass ihr hier seid. Setzt euch doch, nehmt euch ein Bier und dann lehnen wir uns einfach zurück. Ich freue mich, dass ihr so gute Laune habt. Erträgliche Laune. All die Toten von Clipheim, naja, wenigstens können wir unseren Sieg über die feurige Allianz feiern. Die Wachsamen halten Ausschau nach weiteren Waffenanlagen. Hoffentlich war das jetzt alles. Ja, dann würde ich sagen, let's go! Interagieren. Dieses Feuer symbolisiert unseren Sieg über die feurige Allianz. Sein heimliches Knistern und Knacken tut gut und dennoch hat der Geruch etwas Bittersüßes. Eine ruhige Feier, abgeschlossen. Let's go. Flammenfrost ist starte ich dann beim nächsten Mal. Wir haben erstmal noch diesen Brief hier. Unendliche Abenteuer erwarten euch. Büro der Öffentlichkeitsarbeit des Konsortiums. Ah ja, das war... Ich glaube, ich weiß, was das war. Das waren die Fraktale, oder? Ja, das war die Nachricht über die Fraktale der Nebel, die wohl damals auch in diesem Zuge dann eingeführt wurde, hm? Seid gegrüßt, Abenteurer. Oder ist das jetzt neu, weil das ja auch Teil der Fraktale wurde, dieses Feuergehörofen? Keine Ahnung. Aber wisst ihr was, das ist so lange, das lese ich jetzt doch gar nicht mehr vor. Das könnt ihr euch selber durchlesen. Ich behalte es jetzt mal hier oben. Dann könnt ihr pausieren und das dann lesen. Und dann scroll ich das jetzt mal runter. Ihr hattet jetzt für oben genug Zeit zum Pausieren. Dann könnt ihr das unten pausieren und lesen, wenn euch das interessiert. Und genau. Theoretisch kann man da noch Anzeigen sehen, Zeigen klicken und dann, wo sind die Fraktale der Nebel denn? Moment.
da sind sie ja. Ah, da sind sie ja. Okay. Aber ja. Das nur so am Rande. Also das kam wohl auch da. Aber eigentlich wollte ich noch auf was anderes eingehen, bevor ich hier diesen Part beende. Keine Pause von mich. War das... Nee. Set eine Legende. Gab's da nicht zu den Waffen? Endlich ist der Feind geschlagen. Keine Pause für mich. Unendliche Abenteuer warten euch. Endlich ist der Feind geschlagen. Okay, interessant. Ich dachte, dass keine Pause für mich wäre, dann... Ne, das ist von Preham. Endlich ist der... Okay. Dann sage ich euch das einfach so. Ich dachte, das wäre auch per Brief gekommen, aber vielleicht war das ein Erfolg. Aber auf jeden Fall hat man beim erstmaligen Abschließen von dieser Staffel 1, Episode 1, auch diesen Rocks verstärkten Leder-Leckerchenbeutel bekommen. Und ja, mit dem 20-Platzbeutel eigentlich ganz cool, ne? Und mit dem Hinweis, ich habe gerade einen neuen Beutel für Frostbeißers Leckerchen genäht und hatte etwas Leder übrig. Da dachte ich, vielleicht wollt ihr auch einen. Sehr nett, vielen Dank. Wollte ich nur gezeigt haben. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo das herkam. Ich hätte schwören können, dass das per Brief war, aber ja. Ist ja auch halb so wichtig. Gut, dann würde ich mich jetzt aber wirklich, würde ich sagen, das soll es für diesen Part jetzt wirklich erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet wieder Spaß an dem Part. Über einen Kommentar oder eine Bewertung würde ich mich sehr freuen. Und wenn wir uns auch beim nächsten Mal sehen, wenn es wieder heißt Let's Play Guild Wars 2. Staffel 1. Bis dann, macht's gut. Ciao, Leute. Interessant, dass ich Episode 1 erst aufgenommen habe, bevor ich überhaupt einen Part davon veröffentlicht habe. Aber gut, was soll's. Ciao, ciao.